5-0, hey, mein erstes. Kriegen wir uns 10-0 hin? Okay, maybe not. 6-0. 7-0. Gib mir mal deine Waffe. 8-0. Ah, 8-0 und da wird er gemessert von der Seite. 7-0, come on, come on, come on. Ah, das gibt's nicht! Hallöchen meine Lieben und auch damit wieder recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen auch Black Ops 3 nochmal an, ein Spiel von 2015. Ich habe leider noch keinen gefunden, der mit mir spielt, bis jetzt noch nicht. Vielleicht ergibt sich da noch was, ob man das Spiel 2021 noch spielen kann und wie das vom Gameplay her war. Oh, Specialist, das ist das Schlimmste hier in dem Spiel. Jetzt, wo ich das Wort wieder lese, holy crap, auch das Spiel hier spielen nur noch sehr wenig Leute, ich glaube. Wir können ja gerade mal gucken. 3400 Leute. What the fuck? Ein Team Deathmatch zu spielen, ne? Team Deathmatch ist immer voll. Das ist so ein langweiliger Modus. Team A gegen B, das ist so... Bäh, ich weiß nicht, ey. Da suchst du teilweise auch mal eine Stunde einfach nach Gegnern. Ja, moin, er ist einfach Level 1000. Gegen den will ich bestimmt nicht spielen. Ja, nee, das können wir vergessen. Okay, gut. Gehen wir rein in Team Deathmatch. Ja gut, Team Deathmatch, zack, Spiel gefunden, rein geht's. Das war ja natürlich wieder klar. Für mich persönlich frei für alle einfach der Modus. Are you kidding me? You don't want to die? Are you kidding me? Okay, what? Ach, hinter mir mit Schotze, perfekt. What's up, boy? Okay, ich wallbange einfach irgendwas. Ich habe keinen Plan. Ich würde gerne wieder aufstehen. Oh, what the fuck? Ich habe keine Munition mehr. Gut, da haben wir wieder Munition. Where are you, boys? What's up, boy? What's up, boy? Oh, shit. Alter, was? Ja, moin, gar kein Problem, sagt er sich. Manche Leute going crazy, ey. Ach komm, meine Fresse, dass die alle Schotze spielen, das ist so eine Kacke, du kannst dagegen nichts machen. Wisst ihr, was ich gerade ein bisschen komisch finde? Der Typ hat 44 Spielstunden, dieser Alex, ist in Black Ops 3 aber Level 1000. Wait, what? Die Map persönlich kenne ich gar nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich kenne sie zumindest irgendwie nicht in dunkel. Ich kenne sie nur in hell. I don't know about that. Hello. Ja, wie gesagt, die Map hier in dunkel? I don't know. I don't even know. Wahrscheinlich genau das gleiche wie in hell, hä? No way, man. No way. Der will mich jetzt pushen. Oh, goddammit. Holy shit, die schwitzen ja wieder, die Schweine. Oh mein Gott. Ui. Oh, goddammit. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ja, es ist schon extrem ungewohnt, dieses Gespringer halt, ne? What? Naja, 15 zu 14. Was weiß ich. Was ich sehr ungewohnt finde, beziehungsweise auch eher nicht gut finde, wenn du reinvisierst in der Waffe, dass sich dein Field of View ändert. Oder generell, dass ein Zoom besteht, sobald du mit der Waffe reinzoomst. Also unabhängig davon, ob du einen Scope drauf hast oder nicht. Das finde ich ein bisschen kacke und ich glaube, das Field of View ändert sich dann auch auf und bleibt halt nicht konstant auf den 110. Und leider gibt es dafür keine Einstellung. Ja, also hier im Chat sagt gerade einer, dass dieser Alex halt wallhackt.
Also der Kollege hier. I don't know, aber ich werde ihn mal melden. Wird ja eh nichts bringen, aber ist egal. Er hat halt eine Spielzeit von 40 oder sowas und ist einfach Level 1000 so. Das kann ja vorne und hinten nicht hinhauen, ne? Machen wir die Kuda nochmal? Ne, wir machen mal die VMP, beziehungsweise die VIP-MP. Die VIP-MP, wie sie bei mir heißt. Hier, seht ihr das? Sobald ich in den Zoom gehe, geht übelst weit rein und das Sichtfeld ist halt auch einfach nur noch 90 oder sowas. Okay, die Frames sind ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich muss nachher doch nochmal ein bisschen was runterstellen. Oh Gott, das Rückstoß. Okay, machen wir mal Texturen gering. Ich will mal gucken, ob das einen großen Impact auf die Leistung hat. Hm, nicht wirklich. Spiel sie doch Dogshit aus jetzt. Machen wir in der nächsten Runde. Ja, erstmal mache ich hier weiter. God damn it. Ach, goddammit. Wait, what? Der pre-aimt aber sehr hart, der Alex. Ja, der Alex hat, glaube ich, wirklich an. Und deswegen verlasse ich das Spiel auch. Yeah, Alex, this wall, I'm out. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. Das können wir ganz schnell leaven. So, meine Lieben, neue Runde, neues Glück. Hab mal ein bisschen was umgestellt. VMP, weiter geht's. Oder VIP-MP. Okay. Spawn Flip. Gucken einen drei Leute an, geil. Warum werde ich hier oben drauf eigentlich immer wieder weggeboxt? Während hinter mir Teammates sind. I don't get it. Holy shit, die Waffe ist so scheiße einfach. Warum ist denn die Auflösung schon wieder? Mann, f*** doch mal deine streckige, räudige Drecksmutter, Digga. Ey, ich hab's jetzt 1500 Mal auf Full HD umgestellt. Warum speichert der das nicht, Digga? Holy shit, so ein schmutziger Scheißdreck schon wieder. Speicher diese Scheiße ab, Digga. Ich stell das doch nicht umsonst um, Alter. What the fuck, was wird das denn, Alter? Oh shit. Ah, Kacke, Alter. So, mein Lieben, willkommen zurück. Weiter geht's. Ich nehme jetzt nochmal die VMP. Ich probiere es jetzt nochmal aus. Hab mal ein bisschen was an den Settings umgestellt. Irgendwie sind die Frames immer noch scheiße. Alter. Yo, Bro. Imagine, ich bin besser mit einer MP als du mit einer Sniper, Alter. Holy shit. Würde mich schon ganz schön abfangen. Was haben wir denn? 3-0 und keine Muni mehr. Hier kommt einer. Oh. Okay. Hol mal deine Waffe. Da kommt noch einer. What the fuck? Oh, da kommt der gleiche Wichser wieder. Ups. Oh, da campen die zu zweit drinnen. Hi. Aber kein Plan. Ah, nee. Hör auf. Bockt schon ganz gut rein gerade. 5-0, hey, mein erstes. Kriegen wir uns 10-0 hin? Okay. Maybe not. 6-0. 7-0. Gib mir mal deine Waffe. 8-0. Ah, 8-0 und da wird er gemessert von der Seite. Alter, das Ding verzieht so, das ist unnormal. Das ist schlimmer als in jedem anderen Spiel.
mit dem Rückstoß, mit der Rückstoßkontrolle der VMPs. Macht irgendwo Bock, weil du diesen Rückstoß halt kontrollieren musst. Aber den musst du halt auch erstmal kontrollieren. Der ist ja unberechenbar, Alter. Oh, shit. Das ist nicht gut. Nein. What the fuck? What the hell? I don't know what's happened here. Okay. Give me that boom, boom, boom. Make some boom. Ah, Specialist-Fähigkeit. Ich drück mal Q und, keine Ahnung, eliminiere alle. Ah, scheiße, wie sie sich anschleichen von den, mit der Schratze, das glaube ich ja wohl nicht. Oh, wir sind Erster mit. Oh, 29,6. Na siehste, das war nochmal eine ganz gute Runde, nicht wahr? Es ist ein durchschnittliches COD, ja. Es ist weder extrem schlecht, weil es macht einen gewissen Spaß, das zu spielen. Es ist aber auch nicht ultra gut, weil wegen... Wir haben wieder Killstreaks drin, wie in jedem Scheiß-COD. Wir haben... Das fuckt alles ab, wisst ihr? Diese Specialist-Scheiße und keine Ahnung. Komische, unbalancede Waffen, dreckige Scheiß-Spawns. Der ganze Muchmüll ist hier mit drin. Ah! No way, man! Oh, Jesus Christ, look at this. Holy shit, wie der schwitzt. Es geht um sein Leben hier bei dem Boy. Komischerweise habe ich jetzt konstant 144 Frames. Macht er mir so den Anschein? Ah! Hier ist noch einer. Okay, maybe not. Aber jetzt. Wie er wusste, dass, oder wie er geahnt hat, dass ich hier noch drin bin. 4-0 oder sowas? 5-0? Oh. Okay, das lassen wir gleich sein. Wir jetzt eigentlich nicht sterben. Ah, moin, da war es das wieder. Scheiße, ey, oh Mann. Hat doch einfach besser gemacht. Da hätte ich auch vorher ein bisschen pre-aimen müssen. Oh nee, das wird nix. Oh mein Gott. Scan raus. Oh Gott, wo springen die Leute hin? Scheiße. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Es ist halt so ein ganz anderes Movement als... Wenn man so ein Apex spielt, was ich ja gewohnt bin. Ach Gott, damit die mit ihrem scheiß Kuh, Alter. Das ist so eine Muchscheiße. Guck mal, was ich kann. Ich brauch gar nicht mehr schießen. Ich brauch bloß noch Kuh drücken und hab den sicheren Kill. Bestimmt saugeil, wenn die Leute bei einem 30-0 sind oder sowas und von sowas getötet werden. Ein Typ, der kommt und dann Auto Kuh drückt, Auto nach vorne dasht. Und alles in seinem Umkreis zerstört. Geil. Boah, wie schnell. Oh, Alter, wie schnell ist der unterwegs? Ah, nee, du messerst mich nicht, mein Freund. Ah, da kam einfach noch einer. Wäre fast ein Triple gewesen. Guckt euch an, der ist so scheiße mit dem Aim. Der war nicht mal halbwegs drauf, der Typ. Hier ist einer drinne oder was? Oh, oh, links auch. Immer gleich. Ich liebe das in COD. Gleichzeitig von beiden Seiten. Das ist toll. Hey, das mag ich. Oder wenn man spawnt und da ist einer irgendwo links neben dir. Nice, ich bin da gerade gespawnt, aber ist okay. I don't know what's happened right now. I just hear the enemies. Oh, drei Leute. Oh, der wusste auch nicht, wo ich bin. Ich habe nicht gesehen, wo er ist. Er hat auch nicht gesehen, wo ich bin. Also, was hat er sich gedacht? Oh, ich drück mal Q, Digga. Weil dann ist nämlich egal, wo der ist. Da brauche ich gar nicht gucken, da brauche ich nämlich einfach nur Q drücken und stanz den weg. Statt zu aimen. Oh, hello, man. Ah, lass mich rein, sofort. Also zwei, drei Leute wegholen ist kaum möglich mit einem Magazin. Natürlich. Es ist eine fucking MP. Oh mein Gott. Hier noch mehr? Ja, die kommen wieder. Ah, nein, 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 let me alone, please. Oh, come here and just get wrecked. Oh. Nein, 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 du messest mich nicht, mein Freund.
Oh my gosh, I'm so dead. I'm dead, just dead. Das ist wieder er. Ah, ich bin auf irgendeiner Streak, ich habe aber keine Muni mehr. Das ist echt schlecht, hat hier einer ein bisschen Muni? Oh, die kommen, die wollen mich haben. Ich renne mal ein bisschen weg. Ich brauch, Muni, eine Waffe oder sowas. Bin auf Streak. Nein, die Runde ist vorbei. So ein Much. 27:15. Ab in die nächste Runde, würde ich sagen. Und gleich ist nämlich auch der E-Racer mit dabei. Ah, so, meine Lieben, willkommen zurück. Weiter geht's. Ja, der E-Racer ist gejoint, wie schon angekündigt. Oh, ich nehme nochmal Kalaschnikow hier. Komm, zack. Show yourself, bitch. Oh Gott, das war extrem schlecht, aber es hat gereicht für den. Oh, die Nate! Oh, die war auch in meinem Arschloch. Scheiße, ey. Kacke. Okay, das sind von unseren Leuten die Dinge. Die Raps. Why not? Ja, das ist ja schön, dass jetzt schon jemand Balls of Steel hat. Hier schießt irgendwas Infinite. Ja, das ist das Mothership. Ach so. Oh mein Gott, aua, das ist ja feindlich. Das Mothership? Nein. Nee, ich habe gerade Schaden dadurch gekriegt. Oh, ich sitze drinnen in dem Chip. What the f... Oh mein Gott, ist das OP. What the... Du sitzt oben im Gebäude mit einer Brekkie. What the fuck? Du brauchst ja einfach nur den Gegner-Spawn reinhalten, ist das schlecht. Was ein Schmutz. Das ist ja richtig Trash. Was hat das Spiel so an sich? Ja, schade. Mir wurde auch schon gesagt, dass sehr viele Aimbot hier, also sehr viele Cheater hier unterwegs sind in Black Ops 3 auch. Weil es halt auch schon so alt ist und so weiter. Ich finde sowas immer schade einfach. Gerade bei den alten, bei neuen Spielen, die frisch rauskommen. Okay, verstehe ich. Also Cheater sind so oder so scheiße, aber da verstehe ich halt, dass da so viele sind. Aber bei so alten Spielen, mein Gott, lass es doch sein, Digga. Die Leute, die das, die wirklich noch ein altes COD spielen und daran Spaß haben, lass denen doch den Spaß, Digga. Ja gut, da ist eigentlich kein Unterschied, ne? Ob neu oder alt. Mhm. Sobald es Cheat ist, ist halt für den Arsch.